Rita, hier. Der nächste bitte. Aber gerne, Dr. Guido. Herr Jera zu Dr. Guido. Dr. Guido, Herr Jera. Was führt Sie zu mir? Ja, guten Tag, Herr Dr. Guido. Mir geht's echt nicht gut. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie heißen Sie nochmal? Riera. Riera. R-I-E-R-A. Riera, rutscht nur Riera ausgesprochen. Riera. Nein, Riera. Ist doch egal. Wie geht es uns denn heute? Mir geht's gar nicht gut. Ich bin nah an der Depression. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Meine Stimme werde dich zum Wahnsinn bringen. Hören Sie Stimmen? Eben habe ich was gehört, ja. Ja, aber ich nicht. Wie kann das sein? Stimmen werden die Hochlieder klingen. Guido, ich höre immer Stimmen. Sie hören Stimmen. Sie haben ein psychisches Problem. Ja, ich vorher ging es mir nicht so gut, aber jetzt geht es mir noch schlechter. Ich höre auf einmal Stimmen. Was soll Stimmen, ich sagen? Ja, Stimmen von Verrücktsein singen. Was sagen diese Stimmen? Eben hat die Stimme mir gesagt, Stimmen vom Verrücktsein klingen. Und Stimmen, Dr. Guido, tanzt nach dem Lido. Was sagen jetzt die Stimmen? Ich habe eben gehört, Stimmen, Dr. Guido tanzt nach dem Lido. Also, Sie haben vielleicht eine versaute Fantasie. Nein, ich höre nur Stimmen, ich kann nichts machen. Ich bin eigentlich wegen Depression hierher gekommen, aber was Stimmen, ja, hören Sie auf Ihre Stimmen. Hören Sie auf Ihre Stimmen. Lassen Sie es zu. Hören Sie auf Ihre Stimmen. Ich höre immer mehr Stimmen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, aber ich weiß es. Wir haben hier fürs Erste so eine kleine Beruhigungspille. Wollen Sie lieber die rosa oder die weiße? Welche wirkt denn mehr? Nehmen Sie sie beide. Oh, ich kann. Ich wusste nicht, dass ich so krank bin. Man kann auch viel kränker werden, wie Sie. Stimmen, gehst mit mir schwimmen. Ich höre wieder eine Stimme. Und was sagt die diesmal? Stimmen, du gehst mit mir schwimmen. Ich gehe aber nicht mit Ihnen schwimmen, das sehe ich gar nicht ein. Sie haben wohl eine unterdrückte Sexualität, oder was? Ja, das wusste ich auch noch nicht. Ja, dann müssen wir noch, dann nehmen Sie noch zwei. Da geht es Ihnen besser. Und machen Sie den nächsten Termin klar, Fräulein Luft. Ja, gern. Dr. Jera, wann wo? Frau Luft, ich brauche dringend den nächsten Termin, der da ist. Ja, dringend ist schwer. Alles ist dringend im Leben. Also nächste Woche, wenn es geht. Ja, gut. Aber schön Ihr Rezept und Ihre Medikamente ja, da Vorschrift nehmen. Okay, mache ich. Einmal mehr macht es halt so schwer. Oh Gott. Jetzt war ich depressiv und jetzt höre ich auch noch Stimmen. So eine arme Sau. Ja. Rita. Ja, Dr. Guido. Serviere mir einen Kaffee, aber oben. Aber gerne. Der kommt wieder. Er kommt wieder, tatsächlich. Das war's.